Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Mein heutiger Gast könnte eure religiösen Gefühle verletzen, falls ihr sowas habt zumindest. Also Triggerwarnung. Herzlich willkommen Joachim Sohn. Herzlich willkommen. Achso, ich bin sehr selbst. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, wir reden heute über sprechende Tiere, Zeitagenten, Star Wars und das fliegende Spaghetti-Monster. Und zwar direkt nach dem Jingle. Dieser Podcast erzählt dir Geschichten aus der Welt der Science-Fiction, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, lässt dein Nerdherz höher schlagen und verbessert ganz nebenbei zusammen mit dir die Zukunft. Herzlich willkommen zur Neurotainment Show von und mit Andreas Z. Simon. So, Joachim, du bezeichnest dich auf deiner Webseite selbst als Tier-Fantasy-Autor. Welches Tier wärst du denn am liebsten? Ach du meine Güte, wahrscheinlich tatsächlich, also es ist ja immer so ein bisschen schwer mit den Tieren und wie sie bei uns so leben und was sie so dürfen und können und wie so ihre Schicksale aussehen. Insofern ist es ganz, ganz schwer. Wahrscheinlich wäre ich ein Tier in einer meiner Tier-Fantasy-Welten, weil da bleiben die relativ geschützt in ihrer Welt. Ja, den droht kein Schlachthaus und den droht auch irgendwie keine, was weiß ich, irgendwo in Zoo eingesperrt zu werden oder sonst irgendwas, sondern die leben da frei und können viel Quatsch machen und ihr Leben genießen und sich vollkommen entfalten. Wahrscheinlich wäre ich dann irgendwie einer der Kater aus meiner Sunny und Polly Serie mit meinen Meisterdetektiven. Ich weiß noch nicht, ob ich dann einer der Guten oder der Bösen wäre. Nee, ich wäre wahrscheinlich einfach nur ein guter Freund, der ab und zu mal mitspielen darf. Ich glaube, Katzen geht's bei uns noch am besten so, auch wenn es nach wie vor, also europaweit oder weltweit, sehr viele Streuner gibt, die gar kein schönes Leben haben. Aber die wir zu uns holen und wenn wir gut mit denen umgehen, dann geht's denen dann doch eigentlich relativ gut. Bei Hunden ist es genauso. Bei Ferkeln sieht's ein bisschen anders aus. Ja. Also du wärst gerne eine Katze bei dir zu Hause oder was ich sehe. Gerade ja dich über den Monitor und da gibt's anscheinend mehrere Katzen. Würde mich dann auf die Tastatur legen und mein Herrchen ärgern. Ja, sehr gut. Wieso überhaupt Tier-Fantasy? Also was ist da dein Bezug dazu? Also es hat mich halt irgendwie schon sehr, sehr früh fasziniert. Ich habe, bin ja auch von Trickfilmen fasziniert und so die ersten Trickfilme, die ich mir angeschaut habe, das war natürlich dann so die Klassiker wie Bugs Bunny und Tom und Jerry. Aber auch Fred Bassett, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das war irgendwie so ein Bassett-Hund, der heißt auch, den gab es auch als Comicstrip mit dem Namen Wurzel und das lief immer im Vorabendprogramm irgendwie so um 5 Minuten auf ARD oder das erste oder so und den fand ich damals schon irgendwie total super und deswegen war meine erste Tier-Fantasy-Geschichte, die ich so mit 8, 9 geschrieben habe, ging es dann tatsächlich auch um 2 Bassett-Hunde, Schnacki und Bucky, die auf Verbrecherjagd gingen. Und irgendwie hat sich so sehr viel gar nicht daran geändert, weil bei Sunny und Polly, den beiden Katzen, die sich selbst Meisterdetektive nennen, die gehen ja auch immer auf Verbrecherjagd. Also und dann waren es natürlich so die Klassiker, die großen Disney-Filme, ne? Genau, das ist ja im Prinzip auch Tier-Fantasy, wenn man so will. Kapp und Kappa, absolut faszinierend halt, ja. Und das große Highlight für mich, was aber nicht aus der Disney-Schmiede kam, sondern von Don Bluth damals, war Mrs. Prisby und das Geheimnis von Nim, das mich komplett von den Socken gehauen hat, ja. Allein die Eröffnungssequenz oder so, die kann ich mir immer wieder anschauen und das hat mich total weggehauen. Und da sind dann halt auch, also ich habe dann halt, ja, wie es viele Autoren so machen, so
ehemalige Harry Potter Leser, die dann, was weiß ich, die Geisterschule oder in der Schule der magischen Tiere oder sonst irgendwas erfinden. Mhm. Also musste ich dann, wie es auch viele gemacht haben, wenn ich an Redwall denke oder Mouseguard oder sowas, die dann Geschichten geschrieben haben, wo sich Mäuse und Ratten bekämpfen oder gegen Wiesel kämpfen oder sowas halt, ja. Auch schon quasi ein Subgenre. So ja. Bitte? Quasi ein Subgenre ist das. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Und so war meine erste große Tier-Fantasy-Geschichte auch. Da ging es um Hamster und Mäuse, weil ich hatte damals als Kind einen Hamster gehabt. Und dem musste ich dann halt auch eine Geschichte schreiben, wie er beziehungsweise er mit seiner Freundin zusammen in eine unterirdische Höhle kommen und die wird aber von Mäusen beherrscht und das sind aber ganz böse Mäuse und die werden dann in so einen Krieg rein verwickelt und es passiert noch ein großes Liebesdrama und was weiß ich, also ganz dramatisch. Und das habe ich tatsächlich, als ich so 16 war oder so, erstmal als Comic gezeichnet. Ich habe ja auch immer gezeichnet schon, auch als Kind, also auch die ersten Geschichten, auch die mit den beiden Hunden habe ich erst gezeichnet und habe sie dann mit der Schreibmaschine, damals noch mit der alten Adler meines Vaters, runtergetippt. Und so war es eigentlich auch bei der Hamster-Mäuse-Geschichte, die dann letztendlich Keldris und Candia hieß und die ich in die Urzeit verfrachtet habe. Und daraus ist meine erste große Tierfantasy-Geschichte gekommen, die dann tatsächlich als Hörbuch veröffentlicht wurde. Nicht als Buch, sondern als Hörbuch. Also ich habe es als Roman halt geschrieben, aber es hat keinen Verlag gefunden, außer einem Hörbuchverlag. Auch interessant, ja. Aber das war meine erste Veröffentlichung, das war halt eben Tierfantasy. Und dann kurz darauf ging es dann auch schon los, weil ich dann eben hier die beiden Kater, Sani und Polly, hatte, die so viel Blödsinn gemacht haben und so inspirierend waren für mich, dass ich denen auch unbedingt eine Geschichte schreiben musste. Und die verhalten sich sehr wie Katzen, haben nie Lust zu arbeiten, haben immer nur Quatsch im Kopf, ständig ein schlechtes Gewissen und so, fühlen sich aber als die großen Helden und Meister, also komplett von sich eingenommen, ärgern damit auch ihre Auftraggeber grundsätzlich und ja, das war meine zweite Tierfantasy-Geschichte. Und so sind auch deine Katzen zu Hause. So, genau so sind sie halt auch, genau. Das erste Buch von dir, über das ich gestolpert bin, trägt den Titel »Wie ich Jesus Star Wars zeigte«. Das ist natürlich schon mal ein catchy Titel, ja. Und geht aber offensichtlich auch in eine ganz andere Richtung als jetzt Tierfantasy. Ja. Kannst du kurz erzählen, worum es geht? Ja, also da geht's um einen Skeptiker namens Florian Schneider. Und der, also da muss ich auch ein kleines bisschen ausholen, weil ich neben meiner Tierliebe, die ich halt so generell habe, habe ich mich halt auch immer für das Thema Religion beziehungsweise wie Religionen entstehen und wie Glaube entsteht interessiert und bin ja auch Mitglied bei der Giordano Bruno Stiftung. Das ist so ein Think Tank für Humanismus, die sich halt eben auch für Religionskritik und sowas einsetzen. Und das ist aus so einem Dialog entstanden, weil ich immer Schwierigkeiten hatte damit, wenn Gläubige eigentlich alle Religionen verleugnen, also Mythen, also das, wenn du denen sagst, es gibt doch Zeus und sowas, dann sagen die natürlich, das ist totaler Quatsch. Aber wenn du einen Christen sagst, wie sieht's mit Gott aus und so, dann ja, den gibt's natürlich, ja. Und also ich sag mal so, ich habe relativ früh, ich war auch Messdiener, ich war im Kirchenchor, wie man das halt so, bin zur Kommunion gegangen, wie man das halt so als braver Katholik macht. Bin auch erst vor 20 Jahren oder so aus der Kirche ausgetreten, das auch aus steuerlichen Gründen. Aber ich habe schon relativ früh, was weiß ich, durch Wissenschaftssendungen, damals noch die berühmte Knopf-Hoff-Show oder Carl Sagan oder was weiß ich, doch verstanden, dass Religion ein interessanter Unterricht ist, aber dass eigentlich die Menschen wissen, dass die Welt nicht in 7 Tagen entstanden ist oder in 6 Tagen und nicht erst seit 6000 Jahren existiert. Aber das ist halt irgendwie bei vielen Gläubigen nicht so, dass sie das wissen. Ja, also die wissen das. Also es gibt ja auch viele Wissenschaftler, die natürlich davon überzeugt sind,
das, wie die Erde entstanden ist und die Evolution, wie das alles funktioniert. Und trotzdem sind sie immer noch gläubig und glauben halt irgendwie immer noch auf der anderen Seite, dass es einen lieben Gott gibt, der über uns alle wacht und irgendwie Einfluss hat, ja. Und das ist so ein komischer Widerspruch, den ich irgendwie nie nachvollziehen konnte. Also für mich war es klar, und das war halt so die Grundidee bei der Geschichte, wenn ich als Kind irgendwie, wenn meine Eltern mir erzählt hätten, ja, nicht der Weihnachtsmann kommt, sondern Gandalf und es sind nicht die Engel, die im Himmel Plätzchen backen, sondern die Hobbits, dann hätte ich das halt auch geglaubt und wahrscheinlich total geil gefunden und das wäre halt vollkommen in Ordnung gewesen. Das heißt also, es ist ja eigentlich klar, dass es immer davon abhängt, wo du aufwächst, wenn du in einer Welt aufwächst, in der es keine Religion gibt, dann gibt's halt einfach keine, ja. Dann gibt's keine Götter und nichts. Existiert dann da einfach nicht. Und es gibt ja Gesellschaften, bei denen das so ist. Oder es gibt Gesellschaften, die zwar auch spirituell sind, aber halt einfach nicht an irgendwelche höheren Existenzen glauben, die Einfluss haben auf die Welt. Oder dass irgendwie, was weiß ich, in Energien Bewusstsein hat und solche Sachen. Es ist im Prinzip, ist es eigentlich klar und trotzdem glauben halt immer noch viele Menschen daran. Und da habe ich mir halt gesagt, das müsste man ja eigentlich mal hingehen und sagen, dass Religion, also Glaubensinhalte an sich einfach austauschbar sind. Es kommt halt immer darauf an, wo du aufwächst und was dir erzählt wird. Und ich meine, es gibt so viele Religionen, wie es halt eben auch Gesellschaften und Kulturen gibt, ja. Und das muss man doch sehen. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht so. Und deswegen habe ich gesagt, dann packe ich das einmal, bevor ich mich, was weiß ich, mit den Leuten darüber so irgendwie auseinandersetze und da in irgendwelche ewigen Streits dann komme, packe ich das einfach mal in einen Roman halt rein als spannende Abenteuergeschichte, in der ich halt eben behaupte, und das macht halt eben der Florian Schneider, dass Glaubensinhalte austauschbar sind, dass es immer darauf ankommt, was man als Kind erzählt bekommt. Und insofern daraus dann eben der eigentliche Glaube für diesen Menschen entsteht. Und was wäre denn gewesen, wenn jetzt jemand damals zu Zeiten der Antike Jesus von Star Wars halt erzählt hätte? Also von dem Kampf im Universum, dem Kampf gegen das Imperium, in Anführungsstrichen in dem Fall dann natürlich das römische Imperium. Und das Schicksal von Luke und Leia und der Jungfrauengeburt wie heißt die Mutter nochmal? Schmi, von Anakins Mutter Schmi, ja. Und das sind ja auch so ganz viele Elemente eben aus der Christen und aus verschiedenen Religionen dann aufgegriffen worden von George Lucas damals. Und daraus dann eine eigene neue Jedi-Religion entstanden wäre statt dem Christentum und wie das dann halt aussehen würde. Und anhand dieser Geschichte halt gezeigt wird, den gläubigen Menschen, das war halt dann mein Ziel, dass es eben einfach immer nur Geschichten sind, die erzählt werden. Heldenreisen von bestimmten Figuren, die dem jeweiligen Volk Hoffnung geben und Mut machen, aus ihrem Schicksal heraus sich zu erheben und aufzubegehren und so. Das sind ja im Prinzip das, was bei den Religionen dann immer passiert. Das ist ja bei Mohammed genau dasselbe gewesen. Das ist auch in anderen Religionen so, im Judentum, was weiß ich, die Reise aus Ägypten, die Flucht aus Ägypten und sowas und die Gründung eines eigenen Staates und sowas halt, ja, dass die Menschen einen Helden für sich gebraucht haben, der sie aus ihrem Schicksal befreit. Und das war dann immer, weil dieser Held muss in der Lage sein, nicht nur ein Anführer zu sein, sondern auch die Natur zu beherrschen. Das ist ja immer so ein ganz wichtiger Faktor halt, ja. Also das Meer zu teilen, Wunder zu vollbringen und solche Sachen halt. Und habe ich dann halt aus Jesus einen Helden der Jedi-Religion gemacht. Ja. Und die schaffen dann eben eine neue Religion, schmeißen das römische Imperium, die Römer halt aus Palästina raus und verbreiten ihren Glauben in der ganzen Welt. Also das ist auch ja wirklich interessant, was du sagst, dass das ja auch alles Geschichten sind. Genau. Das vergisst man manchmal so, wenn man mit sehr religiösen Menschen redet. Die sehen das so nicht, die sehen das eher so als Tatsachenberichte. Aber immer nur bezogen auf ihre eigene Religion. Bei den anderen Religionen sehen sie es auf jeden Fall. Das ist ja genau der Punkt. Und selbst wenn es jetzt so eindeutige Hinweise gibt, die schon
eigentlich, also es ist nicht mal mehr ein Hinweis, es ist eigentlich eine relative Tatsache, dass jetzt zum Beispiel die Jesus-Geschichte oder was weiß ich, da gab es ja Formen davor, auch vor Jesus schon, ne? Also Herakles hat ja quasi die gleiche Geschichte, ne? Die Art seiner Geburt, die direkte Verfolgung danach, er ist auch übers Wasser gelaufen, wiedergeboren worden, hat einen Verräter aus den eigenen Reihen. Also da hat jemand aus der griechischen Mythologie was abgeschrieben, um seiner Jesus-Geschichte mehr Pfeffer zu geben. Ja, so. Jesus war es ja auch ganz ähnlich. Da gibt es auch so eine Jungfrauengeburt und sowas. Also natürlich, das waren Geschichten, die wurden sich damals erzählt. Mhm. Und die hat man natürlich aufgegriffen, um sie zu benutzen, um ihre eigenen Helden zu schaffen. Mhm. Genau. Und dann wurde es halt weiterentwickelt oder wie auch immer. Genau. Oder, das ist es ja, worum es bei Geschichten auch geht, ja. Mhm. Bei der Heldenreise. Ja, unter deinen Büchern findet sich auch eine Kinderbibel mit dem Titel Das fliegende Spaghetti-Monster. Ja, endlich. Was hat es damit auf sich? Ja, also das ist ja auch so, so eine Geschichte, erfunden wurde das fliegende Spaghetti-Monster von Bobby Henderson. Der war damals Student, ich weiß nicht wo, in Amerika halt, in einem Staat. Und der hat sich damit auseinandergesetzt und das ist ja ziemlich krass, was da teilweise abgeht mit den Kreationisten, ja, oder den Evangelikalen, die ja auch einen großen Einfluss haben auf die Politik und so, die für sich beansprucht haben, dass neben der Evolutionstheorie im Biologieunterricht auch die Schöpfungsgeschichte, die christliche biblische Schöpfungsgeschichte unterrichtet werden soll. Gleichwertig, als gleichwertige Theorie. Also die beharren ja immer noch darauf, dass die Erde eben in 6 Tagen entstanden ist, dass er 6000 Jahre alt ist und so weiter und so fort. Die Arche Noah, dass es alles gab und so. Die haben ja große Freizeitparks mit der Arche Noah und so und haben ja auch dann ihre, die widerlegen ja dann auch die Evolutionstheorie mit Beweisen, mit Funden von Dinosauriern und so, dass die, dass das alles, von Gott irgendwie dahingelegt wurde, um die Menschen zu irritieren oder was weiß ich, was die sich da halt ausdenken. Aber die versuchen ja, die biblische Geschichte zu beweisen, um dem halt auch so einen wissenschaftlichen Touch zu geben, ja. Und da hat der Bobby Henderson halt gesagt, also so ein Blödsinn, wenn die biblische Schöpfungsgeschichte im Biologieunterricht aufgenommen werden soll, dann doch auch bitte die des fliegenden Spaghetti-Monsters, der ja auch dessen Schöpfungsgeschichte gleichberechtigt sein sollte, mit der biblischen oder der Evolutionstheorie halt, ja. Und dann hat er sich das halt ausgedacht, das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters, was es ja jetzt seit überraschenderweise noch gar nicht so lange, also man meint irgendwie, das gibt's schon ewig, aber ich glaube, das gibt's irgendwie auch so seit 15 Jahren, also er hat das erst so in den 2000ern oder so entwickelt. Ich dachte auch, es wäre schon älter, weil ich das schon länger gehört. Das sind die sogenannten Pastafaris, die sich dem anschließen, diesem Gedanken. Die Pastafari, und es gibt ja mittlerweile weltweit auch Kirchen dann halt des fliegenden Spaghetti-Monster sich da etabliert haben, die dann ihre Messen abhalten und alles Mögliche halt, ja, unter anderem auch in Deutschland, geführt von Bruder Spaghettus, der da auch eine Kirche hat, der auch durchgesetzt hat, dass Nudelmessen stattfinden dürfen und ein entsprechendes Schild, also du hast ja immer am Ortseingang hast du ja immer so ein Schild, was weiß ich, Gottesdienst, die und die Uhrzeiten deren der Kirche und unter diesen Schildern hängt jetzt auch ein Schild, das auch darauf aufmerksam macht, dass es die Nudelmesse gibt. Und die Autorin, die das Buch geschrieben hat, mit der ich auch zusammen schon Freddy das Glücksschwein gemacht habe, da habe ich auch illustriert, sie hat den Text geschrieben, die kam dann irgendwann auf mich zu, weil das auch ganz gut funktioniert hat und so, weil sie ganz begeistert war von meinen Illustrationen und hat gefragt, ob es nicht Zeit wäre, hat sie auch dem Verlag dann vorgeschlagen, für eine Kinderbibel des fliegenden Spaghetti-Monsters, damit schon die Jüngsten an die Wahrheit herangeführt werden. Und dann habe ich natürlich auch sofort zugesagt, ja, weil das ist natürlich auch so ein Thema, das ist total witzig, da kann man sich auch ganz tolle Sachen zu ausdenken. Dann habe ich mir die Piratenkids ausgedacht, die dann eine große Rolle darin spielen und so, weil das ist ja, die Pastafaris, die laufen ja in Piratenkostümen rum. Und natürlich kindgerecht gibt's dann die Piratenkids, die dann auch frech sein dürfen, die richtig cool sind und so, ja. Und so ist das dann halt entstanden. Und ich meine, es war dringend notwendig.
wie kommen so religionskritische Themen denn überhaupt bei den Leuten an? Also kann man sowas unbeschadet herstellen, solche Bücher, und dann auch auf einer Messe stehen? Du bist ja sehr viel auf Messen und Conventions und was weiß ich unterwegs. Was begegnet dir da so? Also im gleichen Verlag ist ja auch von Michael Schmidt-Salomon, dem Sprecher und Vorstandssprecher von der Giordano Bruno Stiftung, das Wo bitte geht's zu Gott, liebes Ferkel, entstanden oder veröffentlicht worden. Und das kam tatsächlich auf den Index. Da ist die Kirche tatsächlich dagegen vorgegangen, was natürlich eine super Werbung dann war für das Buch. Zum Fliegen Spaghetti Monster gab es bislang noch nichts, auch zu meinen Star Wars Büchern. Also ab und zu mal auf Messen, dass dann tatsächlich jemand auf mich zukommt und sagt, das ist Blasphemie, aber das ist irgendwie ein, zweimal passiert. Viel eher ist es so, dass, weil ich mich ja auch kritisch eben mit dem Thema, wie entstehen Religionen und Glaubensinhalte, auseinandersetze, dass sie das interessant genug finden. Also da bin ich dann schon von Religionslehrern angesprochen worden, dass sie das dann gerne mal im Religionsunterricht mit aufnehmen würden, weil das ja wirklich eine interessante Auseinandersetzung mit dem Thema ist, ja. Und auch beim Fliegen Spaghetti Monster, die hatten Pastafaris waren beim Nürnberger Kirchentag, Evangelischen Kirchentag, hatten dann Stand. Und da wurde das Buch auch erstmals vorgestellt, das die Kinderbibel. Und da kamen halt ganz viele Gläubige und Religiöse und auch Pädagogen und was weiß ich, kamen halt zu dem Stand und fanden das halt total super. Also die sind überhaupt, also überhaupt keine Kritik oder sowas wurde da geäußert, sondern es ist viel mehr interessant fanden, weil man sich dadurch dann halt eben mit dem Thema auseinandersetzt, mal wirklich, ja. Ja, genau. Das ist ja auch das Interessante, dass man jetzt einfach, anstatt dass man behauptet, dass es alles war, dass man sich einfach nur überlegt, was interessiert einen überhaupt an dieser Religion? Sind es vielleicht jetzt einfach, statt dass ich jetzt glauben muss, dass es Jesus wirklich eins zu eins so gegeben hat und er hat genau das so erlebt, ist es nicht vielleicht einfach viel interessanter zu sagen, das ist eine Geschichte, die mir gewisse Werte transportiert und diese Werte, die interessieren mich und an denen möchte ich mich orientieren. Und wenn einem das praktisch bewusst wird, kann man ja auch ganz anders und auch viel ehrlicher mit der eigenen Religion umgehen vielleicht. Genau, man muss es halt nur dann auch auf den gleichen Stand setzen, wie zum Beispiel Bücher über Philosophie, also philosophische Bücher oder Kant oder was weiß ich. Ja, das waren auch Menschen, die haben sich mit der Lebenswirklichkeit auseinandergesetzt, mit der Welt und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie Menschen miteinander leben sollten und die auch als Vorlagen dienen dann eben auch für Grundgesetzestexte und so, ja. Die sind halt genauso, natürlich, also nichts an dem, was Religionen geschaffen haben damals, ist ja auch verwerflich, sondern in der Regel ging es ja immer darum, zu gucken, okay, hier ist Sodom und Gomorra, wie können wir das machen, dass wir besser halt zusammenleben, ja. Religionen entstehen natürlich immer erstmal innerhalb einer Gruppierung, um sich eben, also es ist ja immer so zweigleisig. Auf der einen Seite hast du halt, das Zusammenleben innerhalb der Gruppe, damit sich, was weiß ich, die Nachbarn nicht übereinander herfallen und bekämpfen. Und es geht aber auch immer darum, sich von außen halt abzugrenzen, um sich selbst innerlich zu stärken, ja. Und das ist ja sowas, was Jesus, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder das, was aus ihm gemacht wurde, versucht wurde zu überwinden, halt lieber der Nächsten und so, diese ganzen Sachen. Mhm. Aber es ist ja an sich ist es ja nichts Verkehrtes. Man muss halt nur begreifen, dass es Geschichten sind. Dass es halt nichts mit einer wirklichen übersinnlichen Entität zu tun hat, die das alles macht, sondern dass es Menschen sind, die sich überlegen, wie wir am besten zusammen leben. Und wenn Religiöse das begreifen würden, dann wäre der ja irgendwie schon viel geholfen, ja. Das ist ja so das Verrückte. Aber sie beharren dann letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, dann doch wieder auf ihren eigenen Gott und heben den über alle anderen. Und das ist halt für mich der Fehler dabei. Eine aktuelle Buchreihe oder aktuellere Buchreihe von dir, die Zeitagenten. Yes. Die gibt es, da werden Morde gelöst über Zeiten hinweg sozusagen, ne? Also mit Zeitreisefaktor. Ja. Ist Jesus vielleicht einfach ein Zeitreisender gewesen? Also wenn man sich den zweiten Band durchliest, da wird man feststellen, dass es so war.
Echt? Das hast du da thematisiert? Weil der Protagonist hat seine App sozusagen, die ist auch noch auf so einem USB-Stick gespeichert, in der Vergangenheit liegen lassen. Und Jesus hat die sich geschnappt und hat mittlerweile begriffen, wie man die bedient und hat sich da einen großen Spaß draus gemacht, durch die Zeit zu reisen und die Zukunft und die Vergangenheit kennenzulernen, um halt viel zu lernen und daraus genau diesen Schluss zu ziehen, dass eben Glaubensinhalte Geschichten sind und sich deswegen vom Glauben löst und hin zum Wissen wendet. Das schreibt er ihm über die Zeiten hinweg in einem Brief quasi aus der Vergangenheit. Florian, der kriegt zum Schluss nochmal einen Brief von Jesus aus dem 3. Jahrhundert, wo er ihm das halt schreibt, dass er das genutzt hat. Und ja, also vielleicht kommt er ihn aber auch nochmal besuchen in der Zukunft oder sowas. Das weiß man alles noch nicht. Das könnte man aber vielleicht nächstes Jahr erfahren. Ah ja, okay. Also da geht's so weiter, heißt das. Ja. Zeitreisen an sich finde ich halt einfach total spannend und faszinierend. Also die Vorstellung, das war ja auch mit so eine Vorstellung, auch für das Star Wars Buch gewesen, tatsächlich einfach mal in die Zeit von Jesus zu reisen und ihm mal so zu erzählen, was so alles aus ihm gemacht wurde und so, ja. Das heißt, was du jetzt erzählt hast, war quasi ein Spoiler für das 3. Jesus Buch, was da vielleicht kommen mag. Ja. Habe ich was? Ich wüsste nicht, ja. Okay. Genau, und die Zeitagenten, das ist jetzt wirklich dann eine klassische Krimi-Reihe quasi mit Zeitreise-Twist. Genau, das ist halt, das ist auch so ein bisschen ins, sag mal, in Deutschland war es ja so die wilhelminische Zeit gewesen, so in England viktorianische Zeitalter, so die Gründerzeit, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist auch so eine Zeit, die mich, keine Ahnung, ich wüsste nicht, ob ich in irgendeiner von diesen Zeiten wirklich leben wollte, weil da halt auch viel Scheiß passiert ist und den Menschen jetzt nicht unbedingt so gut ging. Aber trotzdem gibt's ja so ein paar Aspekte, was sich dann so im Steampunk zum Beispiel äußert, die irgendwie so total faszinierend sind und irgendwie so Schmuck sind und was weiß ich, in Filmen wie Der Goldene Kompass oder so mit diesen Luftschiffen und diese ganze Ästhetik und so, das ist ja schon, hat ja schon was Faszinierendes. Und in genau so eine Zeit etabliere ich halt meine Zeitagenten. Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ja, schön, dass du jetzt dabei warst, jetzt wo wir uns ja gleich mehrfach das letzte Mal auf der Buchmesse getroffen hatten und festgestellt haben, dass wir uns eigentlich schon rein theoretisch seit Jahren kennen könnten, weil wir immer wieder ganz knapp aneinander vorbeigelaufen sind irgendwo. Ja, und weil ich deinen Textfilm unterstützt habe. Ja, genau, und du schon Crowdfunder warst von meinem Film vor vielen Jahren, ohne dass wir uns kannten. Ja. Ja, sehr schön, dass wir jetzt endlich mal hier ein Gespräch zustande gekriegt haben. Und jetzt sind wir sogar auch noch richtig anspruchsvoll geworden. Oh ja. Philosophisch. Ja, dann vielen Dank dafür und viel Erfolg bei deinen nächsten Büchern. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung nochmal. Ja, bis dahin, die Zukunft ist frei. Das war die Neurotainment-Show von Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie wäre es dann mit einer positiven Bewertung? Und abonnieren nicht vergessen. Noch mehr Neurotainment für eine bessere Zukunft findest du auf www.simon.vision. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der Zukunft. Thank you.